So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Rehydrated. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen heute weiter mit SpongeBobs Traum. Uns fehlen noch 5 Anwender, um die magische 50 zu erreichen. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch kriegen. Und letzte Folge haben wir nämlich die ganzen Gebäude auch abgeklappert und ob dadurch irgendwie noch was sich versteckt. 2 haben wir noch gefunden. Welches Unheil ist in diesem subaquatischen und schlafwandelnden Reich zu finden? Ein neues Level. Traumblasen? Ich bin von Traumblasen umgeben. Was das wohl zu bedeuten hat? Gary, was machst du hier? Ach so, ich träume. Na, dann werde ich mir als erstes mal einen Oberlippenbart erträumen. Oder was? Danke, Gary. Damit sehe ich verruchter aus, oder? Mau? Noch mehr Aufgaben? Naja, ich könnte noch ein paar goldene Pfannenwender gebrauchen. Aber wo soll ich anfangen? Du meinst, in jeder Traumblase gibt es einen goldenen Pfannenwender? Mau! Ich bin bereit! Mau! Ja, Gary, ich bin vorsichtig. Gut. Also, wir haben ganz, ganz viele Pfannenwender noch zu machen. Es glänzt. So, da haben wir hier. Also, wir müssen wahrscheinlich da. Aua. Das hat sich ja voll gelohnt. Da müssen wir nämlich jetzt aufpassen. Wir müssen jetzt erstmal auf das Level kommen. Ich bin bereit. Jetzt müssen wir jetzt mal darüber. Ein Vorteil haben wir. Wir haben das komische Raketending. Das heißt, wir können da schon ein bisschen aus der Distanz was machen. Jetzt scheitern wir nicht ernsthaft schon an dem scheiß Ding hier? Oder was? Also, wir müssen ja mich da hoch reinklicken. Kann doch eigentlich ganz auch nicht so schwierig sein. Wird der rübergehen auf die Stacheln hier und ich kann darüber hüpfen. Du kommst gerade nicht weiter. Jetzt muss da auf die dreht der auf hier auf Stacheln und hier hoch. Ich kann halt jetzt hier nicht verharren. Also ja, du gehst genau auf die Stacheln jetzt. Nee. Gehst du nicht? Aber ich bin jetzt erstmal safe. Und bin drüben. Oh, Alter. Ich hoffe, dass ich es jetzt einfach schaffe. Kann ich jetzt nicht irgendwie weitermachen? Nee, ne? Da ist doch irgendwie ein, das ist noch ein Dings, ne? Krieg ich den von hier? Natürlich nicht. Wie zur Hölle. Ach, das ist doch Tisch, ne? Aber jetzt bin ich hier ein bisschen safe. An Einsatzleitung. Es kann losgehen. So, den machen wir mal kurz zurück. Den jagen wir mal kurz ins Boxhorn hier in den Kollegen. Warte, dann baust du deine scheiß Blase wieder auf, ne? Okay, den kriegen wir von hier nicht. So, jetzt lass ich warten bei meinem Glück. Wir haben einen Checkpoint. Wir haben die Aufgabe zumindest. Ja, will ich bitte.
Geschenke öffnen ist klasse. So, also Fakt ist, dass wir das erstmal geschafft haben. Ach, über den Geruch okay. von Seifenglas am Morgen. Das riecht nach Sieg. So, dann rasieren wir mal weg. Es so. Glänzt. Out! Gut. Out! Tschüss. Nimm das. Oh, Alter, da sind noch mehr von den Dingern, ne? Geil! Oh, zumindest haben wir die Aufgabe. Oh, was sind das für ein Level? Was ist das für ein Kack? Aber ich habe, wie gesagt, wir haben noch mal, wir haben die Aufgabe. Mehr davon, Leute. Oh. Das ist viel zu schnell. Geh weg, geh weg. Ja, also wie soll ich das denn hinkriegen? Die Dinger kann ich aber auch nicht zerschlagen, ne? Die Kacke. Autsch. Wir hatten die Kacke eigentlich eingebaut mit den. Ich meine, der springt schon ein schwer genug. Also ich war ja schon oben bei dem, aber du musst es ja mehr oder weniger beim ersten Mal schaffen. Hey, ich will doch nur mal irgendwann da mal wieder hoch. Alter. Oida. Ey, was ist das für ein Kack, ey? Geh weg, geh weg. Guck in die Orte, ey. Wie soll ich das denn hinkriegen? Mit dem Mist. Autsch. Autsch. Na, super. Also Fakt ist, das kriegen wir nicht durch heute. Geh weg. So, Aufgabe. Jawohl. Alter! Was habt ihr hier? So, und fangen wir, sehe ich das richtig? Wie soll ich da hochkommen? Wo ich da rüber? Oh, Alter. Autsch. Ist zum Kotzen gerade so dieses Scheißding, ne? Autsch. Ich kann da nicht rüber. Frage, kannst du da stehen bleiben auf dem Ding? Ja, ne? Autsch! Autsch! Erledigt? Jo. Leute! Was macht ihr mit mir eigentlich für eine Kacke hier? So, Mr. Krabs Traum muss ich jetzt reißen, oder? Thaddeus, das ist fantastisch. Fantastisch schrecklich, meinst du wohl? Ja. Mr. Krabs träumt von der großen Krabbe. Was für eine Überraschung. Mittagsansturm.
Ich schnapp mir besser meinen Hut und... Vergiss den Hut, schnapp dir den Pfannenwender und bring uns hier raus. Wie ein glänzend goldener Zahnstocher, der im Brötchen eines... Dafür haben wir kein... Ja, sie haben sogar nicht... So, wir müssen jetzt da irgendwie durchkommen. Das heißt, wir braten jetzt erstmal die ganzen Maschinen weg, wenn es möglich ist. Frage, wie weit? Okay, wir haben keine Zeit. Genau meine Größe. Ich komme. Okay, mein Ziel ist es eigentlich jetzt gewesen. Okay, warte. Du Sack. Es ist dein Geburtstag. Boah, Alter. What the fuck? Wir werden hier so komplett... Wir werden gerade gegrillt. Aua, Hilfe! Komm mal. Also, wie willst du das denn schaffen? Komm runter mit deinem Scheiß. Mein Gott, Alter! Ei, boah, mein Gott, ey! Du übertreibst auch, Hammer! Ihr geht aber voll drauf auf mich! Ey, ihr treibt es aber auch, weil ihr nicht einer drauf geht, sondern fünf auf einen. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach Sinn. Ja, klar. Alle Neune! Dreifacher Schrecken! Yeah.
Boah, was ist das für ein Kacke, ey? Übertreibt es einfach, übertreibt es einfach. Da habe ich gar keine Zeit dafür. Dann machen wir etwas anderes. Ja. Natürlich. Einsatzleitung. Es kann losgehen. Ja, ich komme hier nicht mal aus Safe irgendwo runter. Übertreib's doch nicht, ey. So, kann ich jetzt ein bisschen hier mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, gerade in die Nummer? Also, versuch's jetzt gerade mal da oben, jetzt mal das Ding wegzubrezeln. Ist ja nicht jetzt mal. Herzhaft. Du kriegst hast gar keine Chance, weil die sofort ihre Kackblase da vorne hat, oder was? Ich den auch nicht, den krieg ich auch nicht direkt da oben, ne? So schnell zumindest nicht. Nee. Der ist weg. Das heißt, ich muss die Typen wegbrechen, halt erstmal. So. Ich komm jetzt hier. Das ist nicht zum Kurs, war ey, nicht wahr, ey. Oh, weil die dann unbedingt noch ihre Scheißformation bringen müssen. Na! Jetzt was? Jetzt habe ich ihn. So, es gibt noch ein Bild Salatblatt dazu. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Okay, das geht doch nicht weiter. Das heißt, wir müssen noch weitermachen. Da unten die Typen. Sobald ich die jetzt mal weg habe. So. Gibt's auch Tomati dazu? So, erstmal Nummer 1 ist Geschichte. Das ist erstmal wichtig. Sag mal, wie weit komme ich da jetzt noch ran an die? Kann ich jetzt weitermachen mit dem Spam von dem Ding an der Ort? Okay. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. So. Fakt ist, dass wir. Ah, okay. Wir müssen jetzt also quasi mehr oder weniger auch gucken, dass wir auf die andere Dings kommen, auf den anderen Burger kommen. Weil sonst ist es nicht zu schaffen. Oh, wie funkelt.
So. Soll ich das ein bisschen Ruhe hab hier oben? Okay, der eine ist sogar schon weg, das ist gut. Komm her. Kababums! Okay. Na gut, die werden wieder neu gemacht, ne? Zumindest habe ich die, zumindest habe ich die große jetzt erstmal weg. Aber ich will, komme ich jetzt an die zwei, die kleinen daran? Ich komme! Okay, die Maschine wird jetzt erstmal nie. So, wie komme ich jetzt hin? Was immer? Die kleinen da killen oder was? Was jetzt hätte ich denn so eine kleine Runde killen? Das ist aber ziemlich. So. Ah! Tatsächlich! Okay. Das sind also die. Das sind die Nachmacher von den Kleinen. Okay, sehr gut, dann weiß ich Bescheid. Dann muss ich jetzt also die ganz Kleinen killen. Ah, Feuermeister! Jetzt krieg ich sicher was. Aber volle Lotte! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, jetzt haben wir nur noch die Feuertypen. Oder auch nicht. Soll ich jetzt mal ein bisschen Klinge ausschalten oder was? Ja. So, den nochmal weg. Jetzt muss da hinten der ganz kleine ausgeschaltet werden. Ja, wenn ihr nicht dazwischen gefunkt werdet, hätte ich euch gleich einen ganz kleinen, hätte ich einen kleinen Kollegen gehabt. So, der wäre schon mal adieu mit bye bye. Aber wie kriege ich jetzt den ganz kleinen weg? Dreifacher Schrecken! So. Okay. So. Okay, ich musste tatsächlich den mit dem Dings töten. Autsch, alten Grütze. Nicht wirklich, oder? Wieder sein Scheiß. Ich bin bereit. Nein. Ich muss jetzt alles nochmal. Mein ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt, du Fuck? Was soll der Scheiß? Ich muss jetzt also quasi ohne zu sterben alle töten? Natürlich bist du ausgeschaltet. Bis dann.